Hallöchen, 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 jetzt willkommen zurück zu God of War. Was? Hier waren wir? Aber wir waren noch bei dem Nebel. Okay, da hat er mich ein bisschen zurückgesetzt. Boah, ist das laut, einen Moment. Boah, ist das laut auf meinen Ohren. So. Wir waren doch eigentlich hier schon oben gewesen. Oh, ist das genau. Rauch? Genau, der Rauch. Nicht der Nebel, sondern der Rauch. So, dann müssen wir hier nochmal eben alles kaputt machen. Ein bisschen Sachen machen, die wir schon gemacht haben. Was ist das? Das ist die große Frage. Und warum ist hier so ein Ding? Weil runter kann man nicht. Oh, Atreus, kannst du nicht mehr. Ich dachte, der... Oh. Soll ich dich tragen? Okay, ich würde sagen, wir schreiten mal in diesen Rauch. Vielleicht ein bisschen... Okay, ist eh Zwischensequenz. Bleib stehen, Junge. Oh, was ist das? Wir müssen woanders nach oben. Die Hexe. Wäre sie hier, dann kämen wir bestimmt weiter. Meine Magie ist gegen den schwarzen Atem machtlos und es führt kein Weg vorbei. Odin hat dafür gesorgt. Was tust du hier? Ich helfe euch, eure Reise zu beenden. Du warnst uns erst jetzt. Ich war damit beschäftigt, meinen Freund zu retten. Du erinnerst dich? Der schwarze Atem ist eine dunkle Art von Magie. Ich kann sie nicht bannen. Nur das reine Licht von Alfheim ist stark genug, sie zu durchbrechen. Ein sehr langer Weg. Was bedeutet euch das Ziel? Einfach alles. Folgt mir. Warum hilfst du? Ich bin euch wohl ähnlicher, als ich mir eingestehen will. Vielleicht mache ich all meine Fehler wieder gut, indem ich euch helfe. Oder ich mag euch einfach. Und das mit deinem Freund? Trotz der Sache mit meinem Freund, ja. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Abgeschlossen, der Weg zum Berg. Yay, wir haben die Hauptquest abgeschlossen. In eine andere Welt? Okay. Kommst du mit? Nur für eine kurze Zeit. Nur für eine kurze Zeit. Nur für eine kurze Zeit. Okay. Aber schön, dass die Hexe, dass wir die nochmal sehen. Die mag ich. Läuft hier eigentlich barfuß durch den Schnee? Wir nehmen das schon. Hier. Greitha. Geht nicht. Ist kaputt, sagt Sindri. Sindri? Der Zwerg am Fuß der Hügel. Er arbeitet noch daran. Als ich vorbeikam, war niemand dort. Vielleicht ist er fertig. Zwerge sind äußerst geschickt. Und nervtötend. Zumindest die zwei, die wir kennen. Das auch. Ich finde so viel... Ah doch, ich wollte sagen. So viele Sachen, die ich nicht kaputt machen kann. Ich kann sie doch kaputt machen. So, Entschuldigung. Wen musst du umlegen? Wen muss ich umlegen? Zeig mir. Gib mir ein Foto. Achso. Da, läuft. Okay. Die ist echt barfuß hier. Der Tempel liegt in der Mitte des Sees. Von dort aus reisen wir nach Alfheim. Zum Glück liegt er nicht mehr unter Wasser. Warum ist die Kreatur am See? Das weiß niemand. Eines Tages war sie da. Kurz darauf griff Thor sie an und ihr langer Kampf war in allen Welten zu spüren. Er endete unentschieden und Thor kehrte mit leeren Händen zu Odin zurück. Die Schlange blieb und wurde so groß, dass sie nun ganz Midgard umspannt. Ha! Es stimmt! Seitdem hassen sie sich. Wenn Ragnarök kommt, werden sie einander töten. Glaubst du an Ragnarök? Ich wünschte, ich würde es nicht. Entschuldigung, Atreus. Weißt du, wir haben mit der Schlange gesprochen. Wirklich? Er übertreibt. Ich bin gut mit Sprachen. Selbst wenn ich sie nie gehört habe. Die Schlange verstehe ich aber überhaupt nicht. Das kann leider niemand. Sie spricht eine tote Sprache. Oh.
klingt einsam. Ach so. Ihr wartet. Okay. Die warten darauf, dass ich die Tür aufmache, natürlich. Vorsichtig. Hier entlang. Bist du sicher? Wir waren schon einmal hier und es wird kein Wikileaks. Siehst du? Ist das so? Ich zeige dir etwas. Schaust du zu? Josta! Was? Es ist fest! Albenarchitektur. Meine Bogensehne war mit dem Licht von Alfheim getränkt. Sie kann jetzt die Magie der Alben erwecken. Moment, sie verschwindet nicht wieder, oder? Nicht, solange das Licht frei scheint. Hier entlang. Ich will auch eine. Ja. Diese Wurzel. Was ist das für eine Magie? Von den Warnen. Aus Warnerheim? Du kennst es? Nur Geschichten. Mutter hat nicht viel über die Warngötter erzählt. Nur, dass sie immer Krieg gegen die Asen führen. Verglichen mit Odin und Thor sind das wohl die Guten. Es gibt keine guten Götter, Junge. Das habe ich dich doch gelehrt. Tieres Tempel, erbaut mit Hilfe der Riesen. Der große Tier bereiste von dort aus die neuen Welten und wahrte so den Frieden unter ihnen. Sieht nicht besonders friedlich aus. Wo wir auch hingehen, werden wir angegriffen. Vor allem von toten Dingen. Die lebenden Toten werden immer zahlreicher. Früher einmal waren die Straßen und Wege voller Menschen. Jetzt sind alle fort oder geflohen. Außer den Häschern, die in einer solchen Welt überleben können. Oh, warte, muss ich kurz mal reingucken. Hellhäscher. Die Gegner werden wütend und sehr aggressiv, wenn man eingefroren ist. Vater sollte unbedingt ihrem Force-Explosionsangriff ausweichen. Wenn es ihnen gelingt, uns einzufrieren, sollten wir uns zurückhalten, bis es nachlässt. Alles klar. Geht am Fuß dieser Treppe nach rechts. Okay. Da, wieder ein Lichtkristall. Wartet dort, während ich das Licht erwecke. Josta. Hat geklappt. Was machen cool. Wir genau? Die Schäden reparieren. Hä? Heb zuerst die Achse an. Die Brücke neu ausrichten, okay. So, da hinten muss ich was tun. Ich glaube, hier ist aber auch gerade nichts, weil das sehr, sehr storymäßig ist gerade. Gut, jetzt schieb sie zurück an ihren Platz. Erstmal muss ich sie anheben. Wieder zurück auf die Schiene. Perfekt. Jetzt schiebt die Brücke die Schiene entlang. Ich wollte gerade sagen. Die komplette Brücke dreht sich. Wie kann sich die komplette Brücke drehen? Mann, du bist echt stark. Ja. Schieb immer weiter, bis die Brücke ihre erste Position erreicht. Schon müde? Nein. Er war schon immer sehr stark. Was die Toten angeht, jemand nannte sie Hehlläufer. Aber was sind sie? Es sind arme, ruhelose Seelen, die weder Frieden noch Gerechtigkeit bekommen. Weshalb? Kann Warnmagie Tote erwecken? Konnte sie einst. Doch dies ist kein Zauber. Diese Plage der Toten ist nur ein Symptom für eine Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Etwas oder jemand hat mit mächtigen Kräften herumgepfuscht. Das ist alles, was ich sicher weiß. Das ist perfekt. Kommt wieder rauf. Wir sind jetzt bereit. Okay. Hexe, der Hexe folgen. Alles klar. Hexe, der Hexe. Das war beeindruckend. Ja. Tut dir jetzt dein Rücken weh? Meinem Rücken geht es gut. Sei ruhig, Kind. Meinem Rücken geht es gut. Haben die Riesen oder die Alben Tiers Tempel gebaut? Alle Völker haben bei seinem Bau geholfen. Es war der letzte Akt der Zusammenarbeit zwischen den Welten, bevor der Frieden endgültig erlosch. Okay, können wir denn jetzt zufällig auf eine andere Insel, weil die Brücke haben wir jetzt gedreht. Hallo, kleine Echse.
Können wir da irgendwo jetzt woanders hin? Ich möchte nur mal gerade gucken, bevor wir zur Tante gehen. Ich hoffe, das geht jetzt. Okay, hier ist gar nichts. Okay. Hallo Atreus. Siehst du irgendwas Spannendes, wo wir hin können? Ich glaube nicht. Schade. Nee. Na gut. Dann gehen wir mal zur Hexe. Die hat immer noch keinen Namen, ne? Die hat immer nur noch die Hexe. Wir nennen sie einfach Bibi. Also nicht Beauty Palace, sondern Blocksberg natürlich. So, dann öffnen wir mal die Tür. Gucken, wo wir landen. Müssen wir nicht in Brocks Laden landen jetzt? Rein theoretisch. Ich schiebe die Tür immer so zur Seite. Die fällt aber trotzdem zu. Okay, ich kann auch nicht wieder zurück. Na, schieß doch. Muss ich erst daneben stehen? Natürlich. Deine Sehne leuchtet nicht mehr. Ihre Macht ist nun erschöpft. Es war nur noch wenig Magie enthalten und wir haben sie verbraucht. Dein Bogen, bitte. Sobald ihr das Licht von Alfheim habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig. Du sprichst, als würdest du nicht mitkommen. Ich versuche es, aber es wurden Maßnahmen ergriffen, mich in Midgard zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Okay, ich halte viel von dir. Wenn dir das was bedeuten sollte. Sind wir da? Es ist so dunkel. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Nur das Licht des Bifrost kann ihn wieder erwecken. Bereich entdeckt, Weltenreisekammer. Was ist das? Haben wir schon mal gesehen, solche Dinger, ne? Kann ich irgendwas mit tun? Okay, Atreus schießt schon mal nicht. Ich kann nicht hauen. Benutzen kann ich die auch nicht, okay. Okay. Ist da hinten was? Die Wurzeln wirken nicht wie deine Magie. Sind sie auch nicht. Die Wurzeln sind Teil des großen Weltenbaums und ermöglichen die Reise zwischen den Welten. Okay. Ich komme ja schon. Tretet an den Tisch. Hier drüben. Wie funktioniert es? Du brauchst das, einen Bifrost, um zwischen den Welten zu verkehren. Er speichert, bewahrt und überträgt das Licht von Alfheim. Platziere den Bifrost dort. Was jetzt? Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Von diesem Raum aus, und nur von hier aus, könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr hier vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen. Sowie die Weltentürme, die draußen den See der Neun umringen. Alle Welten existieren im selben physischen Raum, Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen und die neun Welten sind alle miteinander verbunden und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums. Getrennt nur durch das Bifrostlicht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genauso sind wir es mit ihm. Der Baum nährt unsere Böden. Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Jeder Strang geht über Raum, geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Und so
funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Nun gut. Die Brücke, die ihr draußen verschoben habt, ist derzeit auf Vanaheim gerichtet. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel. Alfheim. Okay. Moment, bewegt das die große Brücke draußen? Ja, das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen draußen am See aus. Aber an diesem hier ist kein Turm. Und deshalb ist die Reise nach Jötunheim unmöglich. Ohne einen Turm zur Verbindung mit der Brücke kann die Sequenz nicht beginnen. Okay. Für jede Welt steht eine Weltenrune, die Brücke zu dieser Welt freischaltet. Ich gebe euch die für Alfheim. Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. Was? Wir sind bereit. Denkt immer an den Bifrost. Den dürft ihr nicht verlieren. Jetzt richtet sich die Weltenreisebrücke aus und die Zwischenwelt wird sich öffnen. What? What? Siehst du den riesigen Kristall? Jede Welt hat einen entsprechenden. Er konzentriert und verstärkt die Macht des Bifrosts und öffnet die Brücke zu jener Welt. Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fehlenden Weltenturm auf dem See? Der Jötunheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, als die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Klappt nicht. Wir sind noch hier. Folgt mir. Der Bifrost ist dunkel. Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also setzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Können wir dann den schwarzen Atem vertreiben? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja. Okay, will noch einer was sagen oder mache ich wieder eine Tür auf? Ich mache eine Tür auf. Eieieiei, ich verstehe nur die Hälfte hier. Ah, das. Ach so. Wir wären quasi wieder in Brocks Laden, aber Brock ist nicht da. Okay. Dann die nächste Tür. Oh. Das sieht aber schön aus. Willkommen in Alfheim, meine Herren. Meint ihr, ihr findet's? Das Licht? Ich erkenne es kaum. Etwas stimmt nicht. Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, noch was nicht! Was Um die Bifrost-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Bann nicht hat. Sie ist nicht tot, oder? Unwahrscheinlich. Komm. Tür's dich Brücke. Doch mal um. Bleib bei mir. Fass nichts an. Aber echt schön. Ist aber echt schön. Ja, wie sie hat ja schon gesagt, dass die Götter sie nicht so mögen. Ah, wir könnten auch wieder zurück, okay. Ich wollte mal eben mal gucken. Wir haben 6000 XP. Können wir nicht was leveln vielleicht? Wo war denn das? Hier, ne? Erfordert Axtverbesserung 3. Was ist denn Axtverbesserung 3? Frostansturm, Wirbelsturm, Exekutionsspalter. Nicht Runenkraft, ganz zusätzlichen Boni. Beim Ausweichen L nach vorne. Schnellen Axtangriff. Ich glaube, ich nehme mal diesen Spaltangriff hier. So. Was haben wir hier jetzt noch? Was haben wir denn noch beim Schildkampf? Da waren auch ein paar coole Sachen dabei. Na, ja, in letzter Sekunde drücken, das wird schwierig. Halten Sie beim Ausweichen bloß einen L nach vorne und drücken Sie R1 für einen schnellen Angriff.
Aha. Drücken Sie R1, man springt mit bloßen Händen, weil mich den Schwingerangriff der Gegner am Boden taumeln lässt. Vorige Fähigkeit erforderlich? Ja, drücken Sie, um die Luft zu schleudern. Oh, das ist ja geil. Das ist ja geil. Ob ich das jemals schaffe, das ist die Frage. Wechseln Sie die Haltung durch eine kurze Pause nach dem Angriff mit bloßen Händen. Drücken Sie in der neuen Haltung R1 für den mächtigen Aufwärtshaken. What? Erhöht Pfeil und Nahkampfschaden, erhöht die Feuerrate. Die kosten nur 500, ich glaube, die nehme ich mit. Okay, dann Bogenverbesserung 3. Alles klar, das können wir also noch nicht machen. Da können wir auch nichts machen. Wir könnten jetzt noch den Sprungangriff nehmen. Drücken Sie während des Aufleuchtens nach einem Präzisionswurf. Schwachpunkt und Kopftreffer. Die Libertan ist zurückzurufen, den nächsten Wurf oder Nahkampf auszuführen. Ich habe Attacke gespielt. So viel Zeit zum Aufladen habe ich doch niemals. So viel Zeit zum Aufladen habe ich noch niemals. Ich nehme mal das noch mit. Und den Rest sparen wir mal, glaube ich. Sogar noch eine Karte jetzt. Kartenmarkierungen zeigen interessante Punkte auf der Karte und können nach Kategorie gefiltert werden. Alles klar. Drücken Sie L1, L2, um die Kartenmarkierung nach Kategorie anzuzeigen. Drücken Sie R3, um sich mal von Kartenmarkierungen zu wechseln. Achso. Alles klar. Oh, ich sehe schon, wir haben schon überzogen. Dann beende ich mal diese Folge. Es ist nicht viel passiert, also nicht viel Action. Aber dafür ist viel Story passiert in dieser Folge. Ist ja auch mal was. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei God of War. Macht's gut. Tschüsschen.